So, willkommen zurück zu Arkham City. Zu einer weiteren Folge. Aber wenn dich irgendwann ein Ninja aufschlitzt, komm nicht und sag, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay? So, da müssen wir unten rein zum U-Bahn-Zugang. Der ist aber genau da unten. Es sei denn, ich kann da gleich runterspringen. Ja, so viel dazu. Obwohl. Ja, wunderbar. Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisensträben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce. Okay, gut. Ja, hier war ich schon mal gewesen. Zumindest einen anderen Gang. Wollen wir mal schauen. Na, ja, das war die falsche Tür. Oh mein Gott, ich kann mit diesem Ding nicht umgehen. Das sieht mir dann. Oh Mann, das sieht mir geheim aus irgendwie. Das Teil. Hä? Wie soll man denn? Wie soll man das denn machen? So. Stimmt, das kann das Ding ja auch. Ja. Komm. Natürlich genau. Ich muss nochmal gucken. Hä? Hat doch gerade auch geklappt. Was ist denn das? Moment mal, wie ging das? Wie geht jetzt diese Wendung? Oh Mann, ich kann mit denen nicht umgehen. Ach, was soll's? Das ist bestimmt für so ein Trophäe irgendwie gedacht. Das waren noch die alten Joker-Zähne. Aus Arkham Asylum. Die wir gefunden haben. Ah, ich entsinne mich. Ich entsinne mich an das gute alte Arkham Asylum. Beides. Also beide Tasten zugleich. Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt, wie ich... Ich will das schaffen. Nein! Fernseher, geh jetzt nicht aus. Ich hasse diesen Sleep-Modus. Es hat nicht gereicht. Och, leck mir doch am Arsch.
Gut, dann visiere ich eben anders das Ding an. Och Mann. Ich treffe das Ding einfach nicht. Was soll der Käse? Mann, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Ich verkacke hier ständig diese Würfe damit. Ach, leckst mich doch am Arsch. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Och ja, natürlich das auch noch. Was soll denn das? Na, das ist sowieso nur eine. Mach ich's eben so. Wahrscheinlich eh noch zu früh. Mann, und ich dachte, da oben sei es schlimm. Hier unten ist es nicht nur kalt, ich bin außerdem noch nass und stinke, als hätte ich in einem Kuhfladen gestanden. Hörst du eigentlich nie auf zu jammern? Schnauze, ihr beiden! Wir haben einen Job zu erledigen. Pinguins Jungs sind auf der Flucht. Joker will, dass wir möglichst viele von ihnen umlegen. Hat er nicht vor, ihnen Jobs anzubieten? Er überlässt uns die Entscheidung. Ich kann diese... Es ist Batman! Überraschung! Oh, das ist so ein blöder gepanzerter Typ. Mann, ich hasse die Konter hier. Du kannst nicht gewinnen. Ich hasse den Konter hier. Der ist blöder gemacht als in Arkham City. Als in Arkham Knight. Das habe ich schon mal gesehen. Das war Joker wesentlich besser vom Kontersystem her. Was hier der Fall ist, so, ich will mein Freeflow-System aufwerten, jetzt reicht's mir langsam mit diesem blöden Problem. So. Letzte von Pinguins Leuten zu jagen. Jetzt gehe ich weiter. Meine Güte. Okay, da hinten sind noch mehr von denen. Um die kümmere ich mich gleich. Das wird nicht einfach, Dark Knight. Okay, was ist denn? Das ist ein Rätsel. Versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Hä? Überrascht mich nicht. Ich wusste, dass ich besser bin als du. Das ist fies.
Oder man muss die anders holen. Beziehungsweise... Das wird nicht einfach, Dark Knight. Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Hä? Sieh an, der Affenmann hat versagt. Nein, sowas. Wie absehbar. Soll das denn funktionieren? Soll ich die in der richtigen Zeit nehmen, oder? Das wird nicht einfach. Kurzer Zeit die nehmen, oder wie? Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Was ist los? Hast sich dein primitives Gehirn damit abgefunden, dass ich, der Riddler, dir überlegen bin? Ach so. Alle Ausrüstungsgegenstände dafür. Meine Güte. Du hast dir was einfallen lassen. Wo sind die Zähne? Ich höre sie nämlich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich hier den selber verbrauche. Das hat jetzt irgendwie doch noch geklappt. So, gut. Jetzt dahin. Zur Hören! Der Rest von Pinguins Leuten hat sich vor uns irgendwo verschanzt. Joker will, dass wir sie finden. Sollen wir sie umlegen? Bleibt uns überlassen. Wir sollten sie kalt machen. Pinguins Leute waren fast alle Söldner. Trau nie einem Söldner. Wie gesagt, unsere Entscheidung. Sollten vielleicht ein bisschen rumspielen damit. Mit diesen Dingern. Und gucken, was ich so machen kann. Also das Kontersystem, also schon haben sie in glaube Arkham Knight besser gemacht als hier.
Sage, was ich wissen will, sonst werde ich dir wehtun. Bitte tu mir nichts! Rede! Natürlich tust du das. Also das Kontersystem, wie gesagt, hat mir in anderen Teilen besser gefallen. Da sah das aus, als wenn es besser reagieren würde. Ich hab nämlich auf der Gamescom mal so einen Trailer gesehen. Und das Kontersystem sah da auch schon etwas besser aus, als es hier der Fall war. Protokoll 10. In 5 Stunden in Kraft. Wenn ich nur wüsste, was Protokoll 10... Was heißt... Ach... Natürlich weiß ich es, aber ich werde es euch nicht verraten. Was kommt alles noch? Aber da er was gesagt hat, würde ich mal meinen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Zu Ra's al Ghul. Ich denke mal einfach mal den Szenen folgen. Das wird eine gute Spur sein. Genau, ich werde einfach nur den Szenen folgen. Aber hier war ich doch schon mal. Das stimmt, hier ist so ein Delta. Das heißt, hier drin war ich schon mal. Da hinten sind Typis, das heißt, ich muss wahrscheinlich da hinten hin. Kommt das Signal von da? Aber wenn ich jetzt hier lang gehe, dann geht das Signal doch wieder weiter entfernt. Es muss da hinten irgendwo sein. Checken wir das mal. Okay, das Signal ist hier hinten. Vielen Dank. Ah, guck an. Eine kleine, aber feine Trophäe. Och Mann. Ja, slide am besten noch mehr falsch. Aber ich bin auf der richtigen Spur. Ja, ja, auch hier gibt's Joker-Szene. Alles in Ordnung. Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein.
Nein, wirst du nicht. Beeilung, dir läuft die Zeit davon. Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht, um Pinguin fertig zu machen. Wie kommen wir an so ein Zeug? Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Viele Fragen, Kleiner. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Was soll das heißen? Ich gehöre zu Joker, das weißt du. Bin seit Jahren bei ihm. Hör auf, Fragen zu stellen. Du weißt, dass Clay Fragen hasst. Okay, sorry. Ich fand's nur so seltsam. Wisst ihr, was das für ein Ort ist? Hab vorher noch nie von Old Gotham gehört. Du warst wohl nie in der Schule, was? Was ist passiert? Warst du etwa zu beschäftigt, damit ins Bett zu machen? Hättest du was gelernt, wüsstest du, dass das, was wir Gotham nennen, auf der alten Stadt errichtet wurde. Welche alte Stadt? Old Gotham. Es gab da mal ein Volksfest vor 100 Jahren oder mehr. Da ist was passiert. Teile davon wurden zerstört. Und auf ihnen entstand die neue Stadt. Man lernt jeden Tag was dazu, nicht wahr? Okay, dann ist es also Old Gotham, wo wir uns befinden. Aber dort geht es weiter das nächste Mal.